Hallo zusammen, ich mache es mir hier gerade ein bisschen in meiner neuen Hängematte gemütlich und will jetzt die Gelegenheit nutzen, hier eine Videoantwort zu machen für den Ronald vom Kanal Freeman TM. Ja, lieber Ronald, es freut mich sehr, dass du wieder da bist, beziehungsweise warst du eigentlich nicht weg, aber zumindest kurze Zeit außer Gefecht. Freut mich, dass es dir mit deiner Krankheit mit Mukoviszidose, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wieder etwas besser geht. Für die, die es nicht wissen, der Ronald, wie gesagt, leidet an Mukoviszidose. Damit geht er auch recht offen um. Dazu auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Und der Ronald hat vor 5 Wochen, hat er in seinem letzten Video gesagt, eine neue Lunge transplantiert bekommen. Und er ist jetzt wieder, zumindest wirkt er so, recht fit, muss natürlich ins Krankenhaus und wird noch wahrscheinlich auch noch unter Medikamenten stehen, damit das Organ eben nicht vom Körper wieder abgestoßen wird. An der Stelle auch an alle meine Zuschauer, Leute, ihm geht es jetzt nur deswegen wieder gut, weil jemand, der einen Unfall hatte oder auf irgendeine Weise gestorben ist, sich dazu entschieden hat, Organspender zu sein. Ich kann es auch nur jedem von euch nahelegen, organisiert euch einen Organspendeausweis, werdet Organspender, rettet wenigstens noch anderen Menschen das Leben, wenn eures schon vorbei ist. Ihr habt dann von den Organen eh nichts mehr. Ich kann es wie gesagt nur jedem empfehlen. Es tut nicht weh. Ihr merkt davon nichts mehr. Aber andere werden, hoppala, ich bin die Kamera ein bisschen, aber andere werden darüber wirklich glücklich sein oder ihr hilft damit anderen weiterzuleben. Ja, und dir, Ronald, wünsche ich natürlich auch, dass das, dass du noch viele, viele, viele Jahre gesund bleibst jetzt mit deiner neuen Lunge und somit quasi, hast du ja selber gesagt, einen zweiten Geburtstag hast. Ja, das vorab dazu. Dann hattest du ja anlässlich deiner Rückkehr und der erreichten 300, 350, 333 Abonnements, Subscriber, zu einem Giveaway ausgerufen und wie gesagt, deswegen mache ich jetzt auch diese Videoantwort für dich. Wie sind wir auf deinen Kanal gekommen, war die erste Frage. Ich meine, ich hätte in irgendeinem Video hätte dich der Arthur Brehm erwähnt und dadurch habe ich mal bei dir reingeschaut. Das war allerdings, wann war das? Das muss irgendwann dieses Jahr gewesen sein. Ja, weiß nicht mal genau, welches Video das war. Jedenfalls bin ich dann halt bei dir dran geblieben und ja, deine Videos sind gut, die du machst. Bist ein sympathischer Kerl. Auch wie gesagt, der offene Umgang mit deiner Krankheit finde ich sehr, sehr lobenswert, dass du dich nicht versteckst und dann auch, als du im Krankenhaus warst, halt deine Freiräume gesucht hast, in die Natur zu gehen und dich dort ein bisschen, um dort neue Kraft zu tanken. Kritik zu deinem Kanal habe ich in dem Sinne momentan keine. Wie gesagt, mach weiter so. Dann war die Frage danach, was denn einer unserer EEC-Gegenstände ist, der nicht rotiert. Ja, und da hole ich mal gerade aus meiner Tasche raus. Und zwar, das wäre die kleine ThruNight TI3. Die ist immer hier an meinem Autoschlüssel dran, weil der ist zu 99% habe ich den dabei, wenn ich rausgehe und halt mit dem Auto unterwegs bin. Die anderen Schlüsselbunde, die an meinem großen Schlüsselbund sind, die mache ich dann immer ab. Wie gesagt, jetzt habe ich zum Beispiel den dabei, der Haustürschlüssel und der Schlüssel zur Wohnung meiner Eltern, zum Haus meiner Eltern, der ist dann im Auto. Aber wie gesagt, der ist hier dann immer dabei und mit dem eben die kleine ThruNight, die mir dann eben auch, wenn es mal dunkel ist, den Weg leuchtet. Genau. Alles andere rotiert. Messer wechsle ich häufig und ansonsten habe ich nicht so viel dabei. Ja, Ronald, und dann wolltest du ja gerne noch unsere zwei Lieblingsmesser sehen, die wir am liebsten nutzen.
Leider liege ich jetzt in der Hängematte und ich bin jetzt hart zu faul, um rauszugehen. Deswegen hänge ich dir die Szenen dann hinten dran. Das ist aber einmal als fixed das Manly Patriot, was ich mir gekauft habe und bin damit absolut zufrieden, was ich da für 40 € bekommen habe. Ist richtig, richtig geil. Und als Klappmesser, was ich am häufigsten nutze, ist das Victorinox Pioneer ja, in Silber. Und ja, wie gesagt, zeige ich dir gleich im Anschluss nochmal kurz. Ja, das waren die Messer. Und ja, ich würde sagen, guck, dass du wieder fit wirst, dass du wieder raus in den Wald kommst. Ich weiß, du liebst die Natur. Mach mal wieder ein Video von draußen. Ich bleib dir treu. Und wie gesagt, an alle anderen nochmal, werdet Organspender. Es kostet nichts, es tut euch nicht weh. Macht's gut. Ciao.